Wir sind auf der Insel Madagaskar. Vor Millionen von Jahren hat sie sich vom afrikanischen Kontinent abgelöst und ist heute die Heimat einer einzigartigen Tierwelt. Ich bin auf der Suche nach dem Tier mit der ultimativen Anpassung an diese Insel. Und mein Abenteuer beginnt hier, mit einem Lauf durch diesen etwas stacheligen Wald. Legen wir los. Ein paar Minuten Jogging durch den Dornenwald und ich bin total zerkratzt, wie Sie sehen. Doch das erste Tier, das ich Ihnen diesmal zeigen werde, ist perfekt daran angepasst, sicher durch diese Dornen zu kommen. Lemuren zählen zu den sogenannten Feuchtnasenaffen und kommen ausschließlich auf Madagaskar und den benachbarten Inseln vor. Sie haben hier keine Konkurrenz von Menschenaffen, wie zum Beispiel den Schimpansen, zu fürchten. Und alle Lemurenarten haben eines gemeinsam: ihre Neugier. Es gibt über 90 Lemurenarten und im Laufe der Zeit hat sich jede von ihnen ihren Platz auf dieser vielfältigen Insel erobert. Dieser graue Halbmaki hat einen faszinierenden Weg gefunden, mit einer Art Büchsenöffner einen Bambusstamm zu knacken, um an das saftige Mark heranzukommen. Die grauen Halbmakis leben fast ausschließlich von Bambus. Sie zählen eher zu den kleineren Lemurenarten. Im Wald springen sie von Baum zu Baum, legen aber auch längere Strecken zu Fuß am Boden zurück. Die Lemuren haben relativ wenige natürliche Feinde. Wenn man sich ruhig verhält, schöpfen selbst die scheuesten Vertreter ihrer Art Vertrauen und kommen näher. Die Halbmakis leben in kleinen Verbänden aus 3 bis 5 Familienmitgliedern. Und diese zwei hier sind offensichtlich die Eltern vom Rest des Clans. Ich sehe ihnen zu, wie sie fressen, kuscheln und miteinander spielen. Es macht Spaß, diese Halbmakis in freier Wildbahn zu beobachten. Doch ich bin auf der Suche nach einer ganz bestimmten Lemurenart, deren Heimat der schmerzhafte Dornenwald ist. Das hier sind Sifakas, eine der bekanntesten Lemurenarten Madagaskars. Sie kommen spielend leicht mit den vielen Dornen und Stacheln zurecht, dank ihrer dicken Haut an den Händen und Füßen. Sifakas sind perfekt an das Leben auf den Bäumen im Dornenwald angepasst. Mit ihren langen, kräftigen Armen schwingen sie sich geschickt von Ast zu Ast. Die Daumen und Krone geeignet, um sich festzuhalten. Besonders bemerkenswert ist, wie sie in den Baumkronen die Balance halten. Ihre langen Schwänze helfen ihnen dabei. Das waren 2 kurze Sprünge. Sifakas können nämlich fast 10 Meter weit springen, aus dem Stand. Das sind absolute Akrobaten. Nach kurzer Zeit haben sich die munteren Gesellen an mich gewöhnt und steigen hinab zum Boden. Sifakas zählen zu den wenigen Primaten, die auch längere Strecken aufrecht zurücklegen. Mit ihrem Schwanz, der etwa so lang ist wie der Körper, halten sie die Balance. Mit kurzen, meist seitlichen Sprüngen tänzeln sie dann über den Boden. So kommen sie sehr rasch von einer Baumgruppe zur nächsten. Eine perfekte Anpassung daran, die verstreuten Nahrungsquellen in den lichten Wäldern effektiv zu nutzen. Leider schlägt kurz darauf das unberechenbare Wetter Madagaskars zu und beendet unsere Filmaufnahmen mit den Lemuren abrupt. Die Insel ist alles andere als trocken. In der Regenzeit können jeden Monat weit über 200 Milliliter Niederschläge fallen. Während der Himmel seine Pforten öffnet, ruhen sich die Lemuren aus. Die Flüsse und Bäche auf der Insel dagegen erwachen zu neuem Leben.
Das sind für mich eher schlechte Nachrichten. Nachdem wir die Balanceakte der Lemuren gesehen hatten, haben wir nämlich entschieden, meinen Gleichgewichtssinn zu testen. Und um es etwas interessanter zu gestalten, wird das Ganze hier stattfinden. Ein Sifaka hätte kaum ein Problem damit, über das Seil zu balancieren, das quer vor dem Wasserfall gespannt ist. Ob ich das schaffe? Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist mein Ast. Und jetzt testen wir mal, ob ich so gut balancieren kann wie ein Lemur. Nach einem umfangreichen Check, ob mein Gurt auch perfekt sitzt, wage ich die ersten vorsichtigen Schritte. Du meine Güte, das ist ein gewaltiger Wasserfall. Wieder nach oben. Alles in Ordnung, sieht man doch. Mein größter Nachteil ist, dass ich keinen Lemurenschwanz habe. Die Sifakas können damit perfekt auf den Hinterbeinen stehen. Sie müssten sich hier nicht oben festhalten. Das versuche ich jetzt auch, kann ja nicht schwer sein. Alles klar. Ich danke Gott für meinen Gurt. Oh, yes! No! Yes, no! Es ist eindeutig bewiesen, dass ich in keinster Weise so balancieren kann wie ein Lemur. Keine Chance. Die Lemuren haben einen erstaunlichen Gleichgewichtssinn. Und das nächste Tier hat eine erstaunliche Färbung. Es ist wohl das bunteste Tier auf dieser Insel. Hier werde ich es nicht finden. Dazu muss ich in den Wald. Aber erstmal muss ich irgendwie wieder darüber. Dank des feuchtwarmen Klimas sind die Flora und Fauna auf Madagaskar besonders vielfältig. 5% aller Tier- und Pflanzenarten weltweit kommen auf dieser Insel vor. Ihre isolierte Lage hat dazu geführt, dass sich hier ganz eigenständige Arten gebildet haben, von denen man 80% nirgendwo anders auf der Welt findet. Insgesamt gibt es etwa 160 Chamäleonarten. Gut die Hälfte davon findet man auf Madagaskar. Einige sind grell gefärbt, andere sehen aus wie kleine Dinosaurier. Ich suche die farbenprächtigste Chamäleonart. Man findet sie meist in der Nähe des Waldbodens. Und dank der auffälligen Färbung dauert es nicht lange, bis ich fündig werde. There we go, my friend. So, mein Freund, lass mal sehen. Das hier ist ein Panther-Chamäleon. Es lebt näher am Boden als die meisten anderen Chamäleons und wie man sehen kann, ist es auch das bunteste. Die Augen sind unverwechselbar. Die Öffnungen, durch die das Licht eintritt, sind extrem klein. Und die Augen können unabhängig voneinander bewegt werden. Ein Chamäleon hat also ein Sichtfeld von beinahe 360 Grad. Chamäleons sind wahre Kletterspezialisten, auch wenn sie nicht die schnellsten sind. Doch nicht alles bei ihnen läuft so langsam ab. Sie fressen flinke Insekten und dabei setzen sie auf eine blitzschnelle Waffe. In Sekundenbruchteilen schnellt die lange, klebrige Zunge nach vorne in Richtung Beute. Die hilflosen Insekten werden dann zurückgezogen zwischen die kräftigen Kiefer des Chamäleons. Die erstaunlichste Anpassung des Panther-Chamäleons ist folgende. Trifft es auf ein anderes Männchen, kann es sich auf das Dreifache seiner eigentlichen Körpergröße aufblasen und die Farbe wechseln, um den Gegner abzuschrecken. Ich simuliere das mal. Da sehen Sie, es pumpt sich schon auf.
Aber wechselt es die Farbe? Ich glaube, unten wird es roter. Vielleicht ist es jetzt nicht dreimal so groß, aber sicher eineinhalb Mal. Um den Farbwechsel genauer zu erkennen, sehen wir uns das Chamäleon vor und nach seiner Reaktion vor dem Spiegel an. Das Grün auf dem Rücken ist einem Orangeton gewichen und der Bauch ist jetzt tiefrot. In der Haut sitzen unzählige pigmentierte Zellen, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können. Offensichtlich haben sich gerade die orangefarbenen und roten Zellen ausgedehnt, die Aggressionsfarben. Ich halte den Spiegel näher an das Chamäleon, um das Spiegelbild größer zu machen. Aber unser Männchen hat wohl langsam genug. Es lässt gerade Luft ab und die Farbe ändert sich wieder. Es gibt sich wohl geschlagen. Ich lasse es jetzt in Ruhe. Mein nächstes Tier ist eines der erfolgreichsten überhaupt. Man findet es fast überall auf der Erde. Es ist wohl eines der ganz wenigen Tiere, die eine nukleare Katastrophe überleben würden, und es ist erstaunlich anpassungsfähig. Ich spreche von der Schabe. Und eine bestimmte Art dieser Insekten findet man nur auf